Ja, eine wunderschöne gute Nacht, ihr Lieben. Da wir heute schon so weit fortgeschritten sind und wir schon Zeitmaschinen haben, 2085, werden wir heute in die Zeit zurückkehren, um wirklich festzustellen, ob Mohammed ein Prophet war. Und los geht's. So, da sind wir. So, wir sind natürlich für die Leute in der Vergangenheit, sind wir natürlich unsichtbar. Noch ist die Technik noch nicht so vorangeschritten, aber wir können sie sehen und hören. Und da wir ja aus Hadithen wissen, dass Mohammed jeden Moment hier gleich vorbeikommt, wo es um die Mondspaltung ging, werden wir jetzt gleich sehen, was denn überhaupt passiert ist. Ja, es ist dunkel. Gut, wir dürfen ihn ja sowieso nicht zeigen, ist verboten im Islam, wenn wir ihn zeigen würden, jetzt bei euch in der Zukunft, müssen wir getötet werden, deswegen halte ich einfach mal auf den Mond drauf. Da seht ihr, Muslime, ich habe den Mond gespalten. Ich habe den Mond gespalten. Aber Mohammed, der Mond sieht schon lange so aus. Ruft Abu Bakr. Ja, Herr. Abu Bakr, dieser Lügner behauptet, dass der Mond schon lange gespalten ist und sagt, ich habe ihn gar nicht gespalten. Ja, Herr, was soll ich tun, Herr? Abu Bakr, töte diesen Lügner. Mohammed, welchen Lügner soll ich töten? Den da. Ja, Herr, ich werde ihn enthaupten. Noch ein Wunsch? Du, o Prophet Allahs? Nein! Danke, Abu Bakr, dass du meine Kritiker tötest für mich. Du bist ein wahrer Muslim. Du wirst auf jeden Fall in den Himmelreich gehen, 80.000 Jungfrauen haben, 80.000 Boys, die dir deine Vergnügen und deine Wünsche erfüllen werden auf einer Couch im Himmelreich. Bei Allah, das verspreche ich dir. Danke, mein Herr. Ich danke dir, mein Herr. Nun gut. Bring mich zu meiner Sklavin. Welcher, Mohammed? Der 438. Kannst du mir einen Namen nennen, mein Herr? Natürlich, Abu Bakr. Das flüstere ich dir schon ins Ohr. Leute, habt ihr gesehen? Habt ihr das gesehen, Leute? Wir sind... Wow! Die Erfindung der Zeitmaschine ist schon echt eine Sache. Also, da kann wirklich keiner mehr abstreiten. Entschuldigung, da ist irgendwie noch ein Lachen irgendwo, keine Ahnung, in der Zwischenzeit mit reingeflutscht. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Wir machen ja seriöse Videos über seriöse, ernste Themen, die sehr, sehr wahr waren. Ne? Da müssen wir die ganz seriös und ernst nehmen. Keine Ahnung, dieses Lachen kam wahrscheinlich von irgendwo dazwischen. Von, keine Ahnung wen. Vielleicht von Napoleon oder sowas. So, also, ihr habt gesehen, ja, dass dieser Typ, der den Mohammed kritisiert hat, dass der Mond schon lange gespalten ist, ja, dass es gar nicht Mohammed ist oder war, dass es schon lange so ist, dass er getötet worden ist. Das ist der eindeutige Beweis, dass Mohammed den Mond gespalten hat. Der ist jetzt gespalten, weil Mohammed ihn gespalten hat. Versteht ihr? Ja, der ist nicht gespalten, weil die Sonne... Weil die Erdkugel zwischen der Sonne und dem Mond jetzt ist und die Hälfte des Lichts verdeckt. Ja, das, nein, nicht deswegen. Nicht deswegen. Ja,
Also ich kann euch ja auch köpfen, ja? Also entweder ihr glaubt oder ich köpfe euch. Sucht euch aus. Also entweder ihr glaubt oder ich köpfe euch, ja? Also glaubt ihr? Ja, natürlich glauben wir. Wir wollen ja nicht geköpft werden. Gut, dann ist ja gut. Aber glaubt ihr wirklich oder sagt ihr das nur so? Ja, natürlich glauben wir. Also gut. So, Entschuldigung. Ich habe heute ein paar Whiskys getrunken mit einem sehr guten Freund. Ja, was heißt einen sehr guten Freund? Ein Kumpel. Ihr kennt das ja bei mir mit Freunden. Ihm geht's nicht so gut, dann habe ich ihm ein bisschen geholfen heute. Und der hatte wirklich sehr starke Schmerzen. Und da habe ich ihm gesagt, hier komm, ich lade dich auf einen Whisky ein. Dann gehen dir die Schmerzen vielleicht weg. Also der kann kaum nicht mal laufen. Ich weiß, ihr denkt jetzt, was? Alkohol? Aber Leute, früher hat man Alkohol getrunken gegen Schmerzen. Ja? Und das kann man auch noch heute tun. Und er hat auch nur ein Glas getrunken. Ich habe zwei getrunken. Okay? So, also. Ein bisschen Spaß muss sein. Ne? Religion soll ja auch Spaß machen können. Religion. Ne? Alles kann ja auch ein bisschen Spaß machen. Ja? So, ihr Lieben. Dann, was machen denn die Hundis? Ja, Hallöchen, Bubi. Was geht? Ja, was geht, Bubi? Gib laut, Boy. Gib laut, Boy. Ah, gib, Boy. Hopp. Hopp, Boy. Hopp. Hopp, Boy. Hopp. Oh. Und du, mein Schatz? Und du? Na, mein Schatz. Ne? Oh, Mann. Wenn Mohammed hier wäre, müsste ich die Hunde jetzt töten. Ich müsste die töten. Ja. Guckt mein Video an. Warum töten Muslime Hunde? Guckt euch das an. Da ist es auch ein bisschen witzig und ein bisschen ernst. Beides. Warum Muslime Hunde töten müssen. Aisha. Aisha. Ey, kommt die Mua. Aisha. Aisha, ey, komm, Timo. ein Insider ab jetzt, ne? Also, gut, ihr Lieben, ja? Ja, meine Videos sind immer so ernst. Ich habe mir gedacht, komm, mach mal ein bisschen Spaß. Also, Leute denken hier, das ist ja immer nur schlecht drauf oder sonst was. Nein. Ja. Nur halt, ich kann ja auch nichts dafür, dass, wenn ich an Islam denke, Durchfall kotzen muss. Kann ich auch nichts dafür. Ja. Wem geht's denn dabei gut, wenn er an Islam denkt? Wem denn? Na gut, ihr Lieben. So. Ach, seht ihr, die Hundehütten habe ich auch schon gebaut. Ja. Muss noch ein bisschen was gemacht werden. Eigentlich gar nicht. Mein Onkel hat die auch, wo ich jetzt in Burgos war, hat er auch einen gehabt. Der hat es einfach nur draufgestellt. Ja. Brauchst eigentlich gar nicht großartig irgendwas zu machen. Der hat das seit 7 Jahren, da sagt er mir, und ist genauso da, wie er es hingestellt hat. Ja. Und ich mache mir hier voll die Arbeit. Also viel braucht man ja eigentlich gar nicht zu machen. Die Dinger stehen komplett stabil. Hab da links und rechts habe ich Holzfehler dran. Unten ist schon ein bisschen Zement. Ja. Und das wird dann da hinten ein bisschen hochgezogen. Dass das Wasser, kein Wasser reinläuft, und fertig. So. Gut, ihr Lieben. Aisha, Aisha, ey, kommt immer. Also, ihr Lieben. Warum töten Muslime Hunde? Guckt euch das Video an. Okay? Hey, was machst du da? Hm? Lass mal den Zitronenbaum in Ruhe. Ach Leute, genau, ich habe in Facebook was gepostet. Tut mir bitte einen Gefallen, Leute. Dieser Winter wird extrem hart. Wirklich ein extremer, extrem brutaler Winter in Deutschland. Auch in anderen Teilen Europa, aber ihr wisst ja, dass in Deutschland die Obdachlosen ein bisschen weniger Aufmerksamkeit bekommen, als wir zum Beispiel in Dänemark. Ja. Tut mir bitte einen Gefallen, ja, kauft euch Decken und Mäntel, ja, macht eine kleine Investition, eine Decke, einen Mantel zu kaufen, ja, geht zu C&A oder sowas, ja, falls es das noch gibt, ihr müsst ja nicht zu, was weiß ich, wohin gehen, die sind ja eh auf der Straße, wird schnell dreckig, und ihr kriegt das schon für 10 Euro
15 Euro oder sowas. Also ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, ja, für 15 Euro kriegt ihr schon eine Decke und einen Mantel, ja? Seid bitte so gut, ja? Und kümmert euch um die Obdachlosen, ja? Irgendjemand will, dass die Deutschen komplett aussterben, ja? Die Obdachlosen werden nicht geholfen, es werden immer mehr obdachlos, ja? Den sozial Schwachen wird nicht geholfen oder wenig geholfen. Ein kleiner Fehler, sie kommen nicht zum Termin, wird gleich Geld gekürzt. Ja? Die wollen provozieren, dass die Menschen ausrasten, sich gegenseitig an den Hals gehen. Gut, ich mach mal morgen ein Video. Ey, psch, was ist los, Mann? Was? Was? Entschuldigung, aber wenn die sich streiten, das geht gar nicht. Also, machen die selten, ganz selten nur, Gott sei Dank. Die Ärztin hat auch gesagt, ich habe den jetzt, am 20. habe ich Termin für Chip. Ich habe den jetzt die Injektion schon gegeben und sowas. Habe alles schon vorher bezahlt, alles schon im Voraus bezahlt, was gemacht werden muss. Jetzt am 20. bekommen die endlich den Chip. Ja, ich weiß, hat ein bisschen gedauert, aber gut. Wo sind wir stehen geblieben? Genau. Genau, da mache ich morgen mal ein Video darüber. Dass das alles geplant ist, diesen Hass, dass wir uns gegenseitig hassen, uns gegenseitig an die Kehle gehen, das ist ein ganz großer Plan, aber ich denke mal, den habt ihr eh durchschaut, gerade ihr Christen, ja, was los ist. Aber ich werde trotzdem mal morgen ein Video darüber machen. So, ihr Lieben, Gott segne euch, Gott behüte euch, Muslime, wacht auf, ja, wenn ihr glaubt, dass Mohammed den Planet, den Mond gesplittet hat, ja, in zwei Hälften, wäre die Erde komplett schon vernichtet. Die Erde wäre komplett vernichtet. Sie wäre, ihr seht ja, dass das ein absolutes Zusammenspiel ist mit dem Mond. Ebbe, Flut, ja, wahrscheinlich wäre die Erde, ich weiß es nicht, ich bin kein Astrologe, Astronom, oder sonst was, aber die Erde wäre wahrscheinlich viel schneller um die Erde dann gegangen oder viel langsamer, ja, viel langsamer, wisst ihr ja dann, was passiert, nähert sich der Sonne, viel schneller würde sich der Sonne entfernen, also irgendeine Auswirkung wäre passiert, ja, und es wäre vorbei, ja, und die Erdanziehungskraft der Erde, der Mond ist nur 300.000 Kilometer entfernt, wisst ihr, was das ist? Das ist in astronomischen Distanzen ist das nichts. Das ist von einer Haarwimpel zur nächsten noch nicht mal, ja, noch näher. Das ist nichts. Der Mond würde sofort das, was abgesprungen ist, ein Teil sofort auf die Erde fliegen, sofort. Ja, aber Allah hätte doch das dann wieder mit seiner Macht und seiner Kraft. Das steht doch nicht da. Davon steht doch gar nichts da. Steht doch nicht da. Ja, also hört auf zu spekulieren, ja. Ja, Mohammed jetzt gespalten. Ja, guck mal, jetzt suche ich sogar eine Ausrede schon für die Muslime. Ja, Mohammed jetzt gespalten und dann Allah hat so gemacht, dass mit voller Kraft, mit seiner ganzen Macht, dass dieses Stück nicht auf die Erde fliegt. Seine Macht, dass die Erde in der Umlaufbahn bleibt, gleich schnell fliegt. Ja, um die Erde, um bla bla bla, um die Sonne, bla bla bla. Achso, nee, die glauben ja gar nicht, dass die Erde um die Sonne fliegt. Entschuldigung. Ihr glaubt ja, dass was ganz anderes. Die Sonne geht irgendwo, was weiß ich, wo auf und geht irgendwo in irgendeinem Meer wieder unter. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Habe ich schon wieder vergessen. So viel Geschichten in Islam, das ist unglaublich, das kann man sich gar nicht alles merken. So, ihr Lieben, Muslime, bitte komm jetzt, wach doch mal auf, Mann, wach doch mal auf, komm, ey, Alter, ohne Scheiß, wach doch mal auf. Willst du echt, ja, du musst dir mal vorstellen, lieber Muslim, dass wir den Islam studieren, dass wir im Zeitalter der Information leben, wir den Islam kennen, ja, wir Atheisten und Christen studieren den Islam schon besser, mehr als ihr Muslime selbst, ja, wisst ihr, was das heißt? Das heißt, wir waren immer die Idioten, die Ignoranten, die Volltrotteln in euren Augen, ja, weil ihr uns Takia was vorgemacht habt, aber heute ist der Spieß umgekehrt, ihr Lieben. Wir wissen heute mehr über den Islam Bescheid als ihr. Und wir wissen, wer an sowas glaubt, der muss wirklich, ja, na gut, ja. So, ihr Lieben.
Leute, Muslime, hört auf, ja? Wake up. Hört doch mal auf, Mann. Hört doch mal auf, Mann. Hört doch mal auf, mit ja, die Intelligenz der Menschheit zu beleidigen. Das ist, was ihr macht. Ihr beleidigt die Menschheit. Die Intelligenz der Menschheit. Ihr beleidigt die Intelligenz, wenn ihr uns erzählt von irgendwas vom Koran. Von A bis Z werde ich euch beweisen, dass der Islam nicht von Gott ist. Ja? Von A bis Z. Ja? Bin jetzt gerade dabei. Ich bin schon länger dabei, aber ich werde euch das jetzt von A bis Z mal richtig jetzt den Islam auseinandernehmen, ihr Lieben, ja? Und da kann kein einzigster Muslim, ja, keiner kann mich debattieren, niemand. Ich will mich jetzt nicht groß machen, ich will sagen, nicht durch das Know-how, was ich habe, sagen wir es mal so, ja? Genau wie andere auch, die den Islam studieren. Ich meine jetzt hier nicht, ne, mich, blablabla, nein. Ja. Jeder, der den Islam studiert und sagt, nee, das kann nicht von Gott sein, und den Islam studiert hat, ihr könnt gegen diese Leute nicht gewinnen, debattieren, argumentieren, könnt ihr nicht. Ja. Die werden euch sowas von auseinandernehmen. Ja. Also, wenn ihr weiter als Lügner für uns. Ihr geltet dann für uns als Lügner, ja, als das unterste, ja, der Menschen. Sage ich euch ganz offen ehrlich, weil wer für eine Religion lügt, selber an Gott nicht glaubt, ja, sondern nur so macht, als ob man an Gott glaubt, das ist das aller unterste, was es überhaupt gibt, ja, und noch andere Religiöse so zu belügen, wie mit Takia. Versteht ihr? Hört bitte auf damit, Muslime. Ja? Denn das Video, was ich jetzt demnächst mache, ja, was die da oben vorhaben mit euch Muslimen, ja, ich mache mal einen kurzen Satz dazu. Sie wollen, dass der Islam uns alle anderen provoziert. Ja? Deswegen, sie finanzieren den Islam selbst, die da oben, ja, den radikalen Islam, dass wir, ja, ihn hassen, dass wir gegen ihn gehen, dass wir ihn aufklären, whatever, was auch immer, ja. Das ist alles geplant von da oben, ja. Wisst ihr, ich sage euch jetzt mal ganz offen ehrlich, ja, und seid mir nicht böse, Moslems. Frankreich allein kann alle radikalen islamistischen Vereinen und was weiß ich was alles, alleine, ja, in einem Jahr besiegen. Alleine. Ja? Frankreich fliegt schon Raketen zum Mond, versteht ihr? Okay? Und jetzt denkt nach, ja, was dann USA und Russland könnte. Ja? Was Russland kann, haben wir ja gesehen. Muslime, sie wollen die da oben euch gegen uns hetzen, dass wir Hass gegen euch haben, und ihr werdet sehen, was da oben geplant ist, ja, sie wollen, dass der Islam radikal ist, dass der Islam böse ist, man finanziert radikale Leute, damit die Leute sehen, wie der Islam ist und bla bla bla, um dann endgültig sagen zu können, guck mal, Religion machen nur Probleme, ja, Islam verbieten, ja. Sie werden anfangen, den Kopftuch zu verbieten. Das habe ich schon früher in einem Video gesagt, ja. Das ändert aber nichts daran, dass der Islam wirklich böse ist und das Böse anzieht und das Böse erlaubt, ja. Trotzdem müsst ihr Muslime checken, dass ihr ausgenutzt werdet. Ihr werdet am meisten ausgenutzt, ja. Denn die westliche Welt wird ausrasten, wird sauer, ja. Und ich habe gewarnt die Zukunft Europas. Ich habe es vorausgesagt, ja. Ich habe gesagt, dass Erdogan, ja, was er alles machen wird. Und genau das ist passiert, ja. Er will sein Kalifat ausbreiten, er will Kalif werden. Und jetzt hat er die Moschee hier gemacht, ja. Er hat gesehen, dass, gut, er wurde jetzt ein bisschen wieder runtergedrückt, aber deswegen hat er ja nicht aufgehört. Ja, der ist sogar nach Deutschland, hat eine Moschee aufgemacht. Der will jetzt sein Kalifat. Ja, dass ich habe vorausgesagt, ja, guckt euch das wieder in Europas Zukunft von mir, dass Israel angegriffen wird, muslimisches Blut fließen wird. Habt ihr jetzt gesehen, dass Muslime werden jetzt umgebracht? Die Muslime tun
die ganzen Zäune und hin und her von Israel kaputt machen, greifen Israel mit zu Tausenden an. Zu Tausenden an. Das habe ich vorausgesagt. Europas Zukunft 2018 wird es passieren, 2024. Ja? Schaut euch das Video an, ihr Lieben. Ja? Und nochmal an alle euch, die gesagt haben, guck mal, der spinnt, guck mal, was der labert. Alles, was ich bisher vorausgesagt habe, ist eingetroffen. Alles. Ja? So. Ihr Lieben, ich bin nicht stolz drauf. Ich wäre froh, wenn es nicht passiert. Denn alles, was ich vorausgesagt habe, ist böse. Ja? Thema Islam. Ja, ich habe ganz klar gesagt, der Islam, die Leute, in einem anderen Video habe ich gesagt, das ist eine Unverschämtheit, dass Brad Pitt den Film gemacht hat, dass die Zombies Israel angreifen. Wen haben sie gemeint? Was wird jetzt passieren? Ja, die Moslems, dass die Moslem Israel jetzt angreifen werden. Ja? Ein zweites Video habe ich das auch, ja, gesagt, Hollywood weiß Bescheid, ein Film, mehr macht mal so und so einen Film, ja, und dann gucken wir, bam, es ist passiert, ja, Warnung an die großen Mächte, der Film ist Warnung an die großen Mächte, 9-11, ja, Terminator 2, ja, 9-11, Warnung, versteht ihr das, ja, ihr Lieben, wenn ihr die Sachen nicht erkennt, solltet ihr auf Leute hören, die Sachen erkennen, ja, wie Reza zum Beispiel. Reza, der hat einen unglaublich großen, starken Geist. Das ist keine Schleimerei, das ist, ich will euch Leute empfehlen, wo ihr wirklich viel lernen könnt von einem, der wirklich viel Geist hat, viel erkennt, viel versteht. Ja, er hat wirklich die Geistesgabe, der Bruder von Amir. Ja, kann ich euch nur empfehlen. Ja, und damit ihr hier nicht seht, mir ist es nur wichtig, dass man mir nur zuguckt oder blablabla, die Klicks, nein. Ich sage euch selber, geht zu denen, die sind besser als ich. Ja, das ist genau, was ich euch sage, macht Videos. Ja, egal, ob die schlecht sind. Damit ihr Aufmerksamkeit in euren Kreis erreicht und sie dann von mir aus zu besseren gehen, die das besser machen. Ihr habt aber den Start gegeben, ihr habt euren Auftrag erfüllt. Ja, ihr habt Früchte gebracht und gegen das Böse gekämpft. Ja, wie Gott das sagt. Ja. Ihr benutzt eine riesengroße Plattform, wenn ihr nur erreicht, dass 50 zugucken, tja, dann soll es eben so sein. Ja? Aber diese werden zu besseren Leuten gehen, ich nenne es mal so besser. Ja? Und die werden dann sagen, wow, ja, was geht denn hier? Wenn sie dann so wenn die dann auf Leute sehen wie Roger Libby, Walter Weed, ja, Werner Gitt, ja. Dann werden die Bauklötze gucken und dann werden die teilen, weil das echt die Oberhammer, das sind Oberhammer-Leute, ja? Versteht ihr das? So, ihr Lieben, warum habe ich das jetzt gesagt? Keine Ahnung. Also, ja, Muslime, ihr müsst, genau, wegen dem Erkennen, was passiert ist, ja, was passieren wird und hin und her, ja, Leute. Habe ich ganz klar vorausgesagt und ist alles eingetroffen. Natürlich ist es nicht offiziell, dass Erdogan da mitmacht, ja, dass Erdogan da mitmacht, dass er da unter einer Decke steckt mit Israel-Angriff. Jeder Moslem in der jeder Islamist, also Islamist ist ja, ich habe das schon mal einem Mädel erklärt, dass ein Moslem und ein Islamist zwei verschiedene Sachen sind. Ein Moslem muss nicht unbedingt sich als Islamist bekennen. Ein Islamist ist ganz klar, wer der Scharia-Law will und hin und her. Es gibt Moslems, die sagen, nein, ich achte das, dieses Gesetz, ich will keine Scharia-Law, diese Leute gibt es wirklich. Und das ist der Unterschied zwischen Islamist und Muslim, das habe ich schon vor vielen Jahren versucht, Menschen zu erklären. Die haben mir gesagt, auch genau dasselbe. Du spinnst ja, das ist doch dasselbe. Ja, habe ich gesagt, nein. Ja, unglaublich. Da habe ich gerade mit Frauen so diskutiert. So, und das war einfach nur krass. Ich dachte mir so, Alter, bin ich alleine auf dieser Welt? Das war so am Anfangszeit Facebook und sowas bei mir. Ich dachte, bin ich alleine auf der Welt, Alter? Haben die alle nichts verstanden? Ja, bis ich dann so auch euch, die Verstand haben und nur kennengelernt habe, ne? Na gut, okay, egal. So, also ihr Lieben, ja, gut, dann brauche ich jetzt kein Video mehr zu machen morgen über dieses Thema, habe ich schon genug gebabbelt, ja. Muslime, das ist genau, was die vorhaben, ja. Die da oben. Die wollen, dass wir euch hassen, die wollen, dass wir gegen euch gehen, die wollen, dass wir uns gegenseitig die Köpfe ab,
aufschlagen und benutzen euch Moslems, weil ihr euer Fundament Hass ist, ja, gegen andere im Islam und man euch ganz schnell und gut ausnutzen konnte. Wir haben es ja gesehen, ja. 9/11 ist auch kein Zufall, ja. 9/11 ist kein Zufall. 9/11, guck mal, wann Wien angegriffen worden war. Ich weiß nicht, ob das genau die Uhrzeit war um 9/11 oder genau auch derselbe Datum, eins von beiden. Das war kein Zufall, ja. Ihr Lieben, ja, aber du hast doch mal in einem Video gesagt, die Moslems waren das nicht. Ich habe gesagt, entweder haben sie es mitfinanziert, ja, aber den direkt, also in der Theorie können sie mitgemacht haben, aber nicht in der Praxis, weil sie nicht die Sicherheitsvorkehrung überbrücken können, ausschalten können, Entschuldigung, ja, können sie nicht. Habe ich ja im Video schon mal erklärt, falls ihr es gesehen habt. So, gut, 9/11 geht das mit Liebe oder so, was heißt das Video. So, ihr Lieben, gut, Muslim, lasst euch nicht verarschen, denn es wird genau das passieren. Ja, was glaubt ihr, warum die Politiker zusehen? Die warten noch immer noch und denken sich, das kann doch nicht sein. Guckt euch mal diese Idioten an. Die lassen sich sogar abschlachten und wehren sich immer noch nicht. Ja, und sehen jetzt, wie manipuliert wir sind, ja, und so weiter. Und die lachen sich einen ab. Aber es wird passieren, dass wenn ihr weiter abschlachtet, weiter tötet, Europa aufstehen wird und euch, ich warne euch, ja, nicht wir Christen, wir dürfen das ja nicht. Ich warne euch, dass so Leute, ja, dass radikale Rechte, ja, auf euch losgehen werden und dann wird es wieder, ja, 100 Jahre Ruhe geben, dann werdet ihr wieder euren Ding machen, dann wird es wieder 100 Jahre Ruhe geben, dann werdet ihr wieder euren Ding machen, wie das ja immer ist, ja. Moslems, wenn die raffen, dass die 500 Millionen jetzt sind und ihr 50, werden sie nicht warten, dass ihr 250 werdet. Habt ihr das verstanden, Moslems? Ich kann euch nur warnen, ja. Ich sage euch, die rechten Parteien in ganz Europa werden jetzt gewählt. Die rechten Parteien werden in ganz Europa gewinnen. Und ihr werdet eine nach den anderen, wenn ihr nur einen kleinen Fehler macht, abgeschoben. Und das wollen wir Christen nicht. Wir wollen das nicht, ja. Denn wir wissen, dass es Menschen gibt, die anständig von euch sind, hilfsbereit sind, ja, und sogar mir selbst ein Moslem mal das Leben gerettet hat, ja. Wenn er nicht da gewesen wäre, wäre ich heute tot, ja. Der ist für mich vor einem Messer gelaufen, von einem anderen Moslem, der mich töten wollte, ja. Und das ist ein Präsident gewesen von einem Club, ja, also so ein richtiger Krasmat, ich darf natürlich seinen Namen jetzt nicht sagen, ein Kumpel von mir, Präsident von einem krassen Club in Frankfurt, und ist dazwischen gegangen, ja, und hat den Schädel eingeschlagen, ja. Ein richtig guter Freund von mir. Also nicht, dass ihr denkt, wir hassen hier die Türken, die Marokkaner, die Moslems hin und her. Nein, ja. Wir sind froh, dass manche von denen da sind, denn die wehren sich wenigstens. Die beschützen auch, ja. Die sind auch gerecht, ja. Und der Typ, der mich umbringen wollte, das Messer rausgezogen hat und schon vor, der ist danach auch gestorben. Ja, der hat es nicht lange gemacht und dann war der tot, ja. Gut, ihr Lieben. Also, Muslime, ja, lasst euch nicht provozieren. Fallt nicht in diese Radikalität rein, ja. Lasst diese Radikalität, sagt den Radikalen, hört auf damit, ja, ihr Muslime, sagt das den Radikalen, hört auf. Ja, das, was ihr macht, ist nicht gut, ihr provoziert die nur und ihr wisst doch ganz genau, dass ihr keine Chance gegen die westliche Welt habt. Das wisst ihr doch ganz genau. Ich bitte euch. Die westliche Welt, ja, wir haben das Geld, wir haben die Waffen, ja, wir haben die Energie, wir haben alles. Wenn wir den Hahn zudrehen, dann ist es vorbei. Wenn ihr uns irgendwann mal, und das Schlimme ist ja heute, liebe Muslime, das Schlimme ist ja heute, dass wir heute alles Videos haben, Zeitalter der Information sind. Wenn ihr heute verliert, habt ihr für immer verloren. Denn wir werden immer Videos sehen können zurück, immer die Nachrichten sehen können zurück, die von heutzutage waren, auch noch in 2000 Jahren, weil wir alles auf Video haben. Könnt ihr keine Takia mehr benutzen. Wie wollt ihr denn Takia gegen Video benutzen? Wollt ihr dann sagen, ein Alien
ist runtergeflogen auf die Erde und hat das so mit Hightech Videoaufnahme so gemacht, dass sie glaubten, dass es so geschehen war, aber es war nicht so. Ja? Jesus wurde gar nicht gekreuzigt, es erschien ihn nur so. Jesus wurde nicht gekreuzigt, es erschien ihn nur so. Und dann werdet ihr dann sagen, die Aliens sind runtergekommen und haben dann Videos gedreht, es war gar nicht so, es erschien ihn nur so. Hm? Wollt ihr das dann auch so machen? Ja? Bei Videoaufnahmen, welche Ausreden habt ihr dann? Welche Takia habt ihr dann? Es ist vorbei, Muslime, habt ihr das verstanden? Und dann werden Muslime, die wirklich Hilfe brauchen, ja, die wirklich nach Europa wollen arbeiten und sowas, werden Europa, wird Europa dicht machen. Ja, wir sagen nie wieder. Ihr habt uns immer angegriffen, immer angegriffen, immer angegriffen, immer angegriffen. Wien zweimal. Philipp II. In Spanien. Ja, ach komm. Italien, Lampedusa, so viele. Ach komm, hör auf. Warum soll ich das erzählen? Das kennt ihr doch schon alles. Ja, was alles passiert ist. 270 Millionen mindestens Menschen wurden getötet von Islam. Ja, und es ist vorbei. Ihr müsst euch jetzt entscheiden. Ihr habt nur noch eine Wahl. Entweder ihr Leute, ihr denkt, wir hassen euch und hin und her. Nein. Ja, wir machen das, weil euch wird die Tür zugemacht. Euch wird die Tür zugemacht und dann könnt ihr in euren warmen, heißen Ländern, und es wird ja immer heißer. Die Welt, die Erde wird ja immer heißer, ist ja belegt, ja, die Erderwärmung, ja. Ihr werdet keinen Spaß mehr haben. Eure Nachfahren werden keinen Spaß mehr haben und ihr habt es denen versaut. Ihr habt euren Kindern und euren Nachfahren versaut, nach Europa kommen zu können und zu arbeiten, dass es ihnen gut geht und Geld zu ihren Familien zu schicken. Ja, ihr habt es ihnen versaut, weil ihr eine Lüge verteidigt, Muslime. Ja? Wake up. Wake up. Wake up, Mann. Wake doch mal ab jetzt. Wake up.